Himmelswasser, 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 wann das bloß aufhört. Ach, so bald nicht, Petri. Die Tage des fallenden Wassers haben doch gerade erst begonnen. Ich brauche einen Kuschelstock. Na, na, keine Sorge, Kinder. In unserem Nest sind wir sicher. Wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer erlebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Große Himmelswasser unser Nest wegspülen. Komm, Kinder, schnappt euch, was ihr von unserem alten Nest finden könnt. Ich hoffe, Petri, ist nichts passiert. Ich habe noch nie so viele Streifen von Himmelsfeuer gesehen. Ich auch nicht. Der Himmel war so hell, dass man blinzeln musste. Wartet mal, was ist mit dem Felsen, auf dem Petri lebt? Wow, der sieht irgendwie anders aus. Oh, Littlefoot Chomper Ruby, mir froh, euch zu sehen. Wir wollten euch helfen. Ist mit euch alles in Ordnung? Wir in Ordnung, aber unser Hause leider nicht. Schön, dass ihr gekommen seid, Kinder. Wir brauchen eure Hilfe. Ja, nur ungern, aber ich hab Hunger. Yummy, ein Bodenkrabbler! Durch das viele Himmelswasser ist es schwer, was zu essen zu finden. Ich hab einen Dino-Hunger. Oh, ich liebe die Tage des fallenden Wassers. Ja, das tue ich, das tue ich. Wie lange will denn dieses blöde Himmelswasser noch runterfallen? Glaub niemals diesen Schwimmern, Tretia. Diese Planscher haben nur halb so viel Spaß, wie sie vortäuschen. Hallo, Zera. Hallo, Tretia. Heute ist ein toller Schwimmtag. Ja, ja, ja. Warum schwimmst du da nicht weiter, Ducky? Wollt ihr denn nicht mitmachen? In Himmelswasserpfützen rumpatschen macht Laune. Nein, danke. Tretia und ich haben hier genug Spaß. Das kannst du uns glauben. Aber ihr seht irgendwie gar nicht so fröhlich aus. Was soll denn das heißen? Klar sind wir fröhlich. Hey, du bist dran, Tretia. Tretia, nicht! Komm zurück! Naja,
Wenigstens haben wir etwas von unserem Nest gerettet. Das nicht viel, aber guter Anfang. Petri, was hast du vor, Junge? Wir bauen Nest wieder zusammen. Der Felsen kann unser Nest nicht mehr halten, Petri. Aber das unser Hause... Tut mir leid, Petri. Dort ist es jetzt nicht mehr sicher. Wir es überdachen, dann auch schön trocken. Die Tage des fallenden Wassers dauern noch eine Weile an. Aber wenn wir hier bleiben, dann wird unser Nest immer und immer wieder weggespült. Oh. Tut mir leid, Kinder. Aber ich fürchte, wir müssen umziehen. Steinstarke Sache! Na schön. Umziehen. Was soll denn das? Meine kleine Schwester kann nicht schwimmen. Sie muss ja auch gar nicht schwimmen. Es ist so flach, dass sie stehen kann. Tricia, komm sofort aus dem Wasser raus. Da war was, Zeba. Tricia! Ist mit dir alles in Ordnung, Zera? Mir geht's bestens. Aber Tricia wäre beinahe untergegluckert. Wenn du nicht so viel vom Schwimmen erzählt hättest, dann wäre Tricia gar nicht erst ins Wasser reingesprungen. Oh, das tut mir leid. Ich wollte nicht, dass... Ducky, die Tage des fallenden Wassers können für junge Dinos wie Tricia sehr gefährlich sein. Aber Tricia möchte wieder reinkommen. Was machen wir jetzt? Nicht wir, sondern ich. Ich werde Tricia Schwimmen beibringen. Du? Aber Dreihörner sind nicht gerade die besten Schwimmerzehrer. Dreihörner können alles, was sie wollen. Umziehen, umziehen. Oh, wir wollen nicht umziehen, wir lieben zu Hause. Ich weiß, Petri. Ich liebe auch unser Zuhause. Aber wir müssen ein neues Zuhause finden. Eins, das sicher ist. Aber neues Hause wird nicht unser Hause. Mach dir keine Sorgen, Petri. Als Ruby und ich zum ersten Mal in die geheimen Höhlen gezogen sind, dachten wir, sie sind dunkel und eiskalt und ganz doll unheimlich. Aber dann stellte sich raus, dass man dort super leben kann. Ich liebe mein neues Zuhause. Also mir liebt mein altes Hause. Will nicht neues Haus, altes war besser, jetzt kaputt. Himmelswasser schlecht für mir, ich bau nicht neues Nest, genau hier. Das geht doch nicht, hier ist es nicht sicher. Eins ist klar. Das Beste ist ein Umzug. So ein Umzug geht ruckzuck. Das ist klug. Aber ich will nicht gerne von hier gehen, von Freunden weg. Das ist nicht schön. Wir werden uns noch sehen. Ich muss wohl gehen. Das ist nicht schön. Auf Wiedersehen. Mach's gut, altes Hause. Auf Wiedersehen, alten Freunden. Petri, nur weil du dein altes Zuhause verlässt, heißt das doch nicht, dass du auch deine Freunde verlässt. Ja, genau. Und wir helfen dir bei deinem Umzug. Wirklich? Also dann, Kinder, lasst uns ein neues Nest bauen. Schön, Tricia. Paddel einfach mit deinen Vorderfüßen in etwa so. Oh, du darfst ihre Hinterbeine nicht vergessen. Die müssen so machen. Ich weiß Bescheid. Hm?
Patricia, jetzt reicht's aber. Also mit deinem Hinterbein paddelst du ungefähr so. Deine Hinterbeine sollten nicht nur aufstampfen, sie sollten dich wegdrücken. Also schön, Ducky. Wenn du so genau weißt, wie man schwimmt, warum unterrichtest du sie nicht? Naja, Schwimmer zeigen anderen nicht, wie man schwimmt, weißt du? Wir schwimmen einfach. Im Gegensatz zu Dreihörnern. Aber dank dir will Baby Tricia jetzt ein Schwimmer sein. Also das ist gar nicht so schlecht. Ist es doch, weil sie nicht schwimmen kann. Und wenn ihr während der Tage des fallenden Wassers irgendetwas passiert, dann ist das ganz allein deine Schuld. Oh nein, ich will doch nicht, dass Tricia etwas passiert. Wirklich nicht, nein, nein, nein. Gut, dann zeigt Tricia, wie man schwimmt. Auf der Stelle! Ich will's versuchen. Alles in Ordnung mit euch, Kinder? Alles klar. Ja. Oh. Altes Hause, neues Hause, egal. Hauptsache, irgendein Hause. Hey, wie wär's mit die Stelle unter die Baumstamm? Der ist doch gar nicht dick genug, um uns zu schützen, Petri. Aber was ist, wenn wir nie Hause finden, das richtig für uns ist? Wir finden schon was. Also schön, zuerst bewegst du deine Arme, deine Beine im Kreis. Siehst du? Genau so. Sehr gut. Und weiter, jetzt beweg deine, anderen Beine. Und zwar so. Das ist schon ein guter Anfang. Jetzt versuchen wir es im Wasser. Na großartig, Ducky. Du hast Tricia beigebracht, wie man noch mehr rumplanschen kann. Nicht schlecht für den Anfang. Dass du einen Platz für eine Pause gefunden hast. Das ist nicht nur ein Platz für eine Pause, Petri. Das ist unser neues Zuhause. Neues Hause? Sieht für mich nicht aus wie neues Hause. Wart's nur ab, bis wir unser Nest gebaut haben. Ja! Danke, dass ihr uns so schön geholfen habt, Kinder. Dazu sind Freunde doch da. Sieht noch nicht aus wie Hause. Sieh doch mal genau hin, Petri. Hier liegen die Zweige von eurem alten Nest. Und wir sind auf einem Felsvorsprung. Das war euer altes Nest doch auch. Und von hier aus hat man eine super tolle Aussicht, genau wie bei deinem alten Zuhause. Na ja, vielleicht. Na schön, wir machen neues Nest, so wie altes Nest. Das Stöckchen hierhin, das Stöckchen dahin. Das Stöckchen halb hier und halb da und Kuschelstock ganz dicht bei mich. Oh, mein Kuschelstock! Wir müssen ihn auf unserem Weg hierauf verloren haben. Verloren?
Ich darf ihn nicht verloren haben. Ich hab Kuschelstock, seit wir in großes Tal gekommen sind. Ich kann nicht schlafen ohne ihn. Ich muss ihn wiederfinden. Petri nicht! Hier ist es viel zu gefährlich und du bist noch viel zu klein. Ich mach das für dich. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Pass auf! Ein Erdrutsch! Nein! Man kann gar nichts mehr erkennen. Überall ist dieses Matschepampe-Wasser. Was wir machen jetzt? Augenblick mal. Ich rieche irgendetwas. Noch mehr Bodenkrabbler? Nein, Petris Mama. Vielleicht kann ich sie mit meiner Nase aufspüren. Nein, nicht. Lasst uns sein. Lasst unsere Mama zufrieden. Leute, das ganz in Ordnung. Chomper, mein Freund, er sie retten will. Jetzt kann sie besser spritzen als vorher. Sie kann schon viel besser rumplanschen als vorher. Und wie soll ihr das helfen zu schwimmen? Sie muss sich im Wasser wohlfühlen, weißt du? So wie zu Hause. Bald ist sie in der Lage, ganz allein zu schwimmen. Oh ja, das wird sie, glaub mir. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Seht ihr? Ja! Was macht er da? Er ist Modderpampe. Aber warum? Hat er Hunger? Hat der scharfe Zähne? Das sieht gefährlich aus. Oh nein, Mami! Er wird sie auffuttern! Mir geht's bestens. Aber der arme Chomper musste sehr viel Modder schlucken, um mich zu retten. Das geht schon klar. Der Modder ist eklig. Aber da drin zappeln ein paar leckere Bodenkrabbler herum. Wie geht's? Du vielleicht komisches Geschmack, Chomper, aber du ganz großes Held. Danke, dass du unsere Mama gerettet hast, Chomper. Ja, vielen Dank. Meine Geschwister völlig recht. Das ist sehr schön, wenn man hat guten Freund. Wie kannst du dich selbst Schwimmer nennen, wenn du nicht in der Lage bist, Tricia das Schwimmen beizubringen? Tut mir leid, Sierra. Aber wenn man schwimmen lernen will, braucht man Zeit und Geduld, besonders wenn man ein Dreihorn ist. Uns läuft die Zeit davon und ich habe keine Geduld. Tricia? Oh nein, wo ist sie hin? Tricia hat gelernt, wie man schwimmt. Ich habe es ihr beigebracht. Ja, das hab ich. Na schön, Ducky. Das hast du gut gemacht. Danke, Zera. Jetzt ist Tricia eine bessere Schwimmerin als du.
Besser als ich? Ha, das glaube ich nicht. Pass auf! Siehst du? Ich bin die beste Dreihornschwimmerin aller Zeiten! Da ist das Wasser ganz flach. Hey, das Himmelswasser hat aufgehört. Und seht mal, die große helle Scheibe kommt wieder raus. Weißt ihr, wir vermissen Altes Nest gar nicht mehr. Weil alles, was mir geliebt an Altes Hause, ist auch hier in Neues Hause. Ich ganz doll glücklich, weil ich hier zu Hause bin. Die große helle Scheibe scheint ganz tief in mich drin. Ganz schlimmer Tag, ich sage Tschüss zu mein Nest und ich verliert mein Kuschelstock. Doch jetzt ich weiß, wichtiger als das alles ist, dass meine Familie sicher ist. Ich ganz toll glücklich, weil ich hier zu Hause bin. Die große helle Scheibe scheint hell tief in mich drin. Wir sind sehr glücklich, dass wir hier zusammen sind. Die große helle Scheibe scheint hell tief in uns drin. Mir glauben, wir heute schlafen auch ohne meine Kuschelstock tief und fest. Tut mir leid, dass ich ihn dir nicht bringen konnte, Petri. Oh, das hätte ich ja fast vergessen. Das ist meine Kuschelstock. Ich habe ihn da unten beim Graben gefunden, Petri. Oh. Wow, danke, Jumper. Jetzt fühle ich mich wirklich wie... wie... Hause. Ha, 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 ha